Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Odyssey 579 Box von Kalim. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Odyssey 579 von Kalim. AON Records lesen wir hier, also der gute Mann unter Vertrag bei Qatar, alles oder nichts, oder alles oder nix. Die Box in weiß und schwarz gehalten, relativ schlicht, bei mir alles weiß, nur unten und auf der Oberseite eben den schwarzen Schriftzug. Links ebenfalls noch und auf der Rückseite lesen wir nochmal alles oder nix. Und die Credits und ein Barcode. Es ist eine Clubbox. So geht das Ganze auf. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, eine unterschriebene Autogrammkarte, ein Sticker, ein Poster und das Album. Und wir sehen schon, das Album war auch hier wieder in so einer Einfassung drinnen, die in die Box eingeklebt ist. Bedeutet, hier könnt ihr das Album dann natürlich gerne wieder verstauen. Gut, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Das Cover, also so mehr oder weniger ein Mosaik aus vielen verschiedenen Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen Kalim zu sehen ist, also verschiedene Kapitel seines Lebens, nehme ich mal an. Wir haben hier zum Beispiel irgendwelche Kindheitsfotos, hier ist er dann schon etwas älter, also verschiedene Zeiten, die er durchlebt hat. Auf der Rückseite haben wir relativ unüblich keine Tracklist groß hier aufgelistet, sondern die Tracklist, die Frage, ob man es sehen kann, ist hier nur ganz, ganz klein abgedruckt. Also es ist echt, echt schwer das zu lesen. Wir haben Features von Tretman, Qatar, Sio und Chefcat. Und wir haben insgesamt 12 Tracks. Und von diesen 12 Tracks sind meine Favoriten Nougat-Preise, also Track Nummer 9 mit Qatar und Sio, und Track Nummer 10 Hungrig. Ja, ansonsten sehen wir hier hauptsächlich eine Stiege, nehmen wir an, ein Häuserblock hier in Hamburg und hier unten auch wieder Credits und ein Barcode. Wenn wir das Ganze öffnen, haben wir gleich mal das Booklet. Schauen wir mal, wie dieses gestaltet ist. Also, wir haben hier die einzelnen Tracks. Interessant. Also, wir haben hier keinerlei Infos zu den Tracks, von wegen wer produziert hat, von wem der Text ist, etc., wer die Features sind. Nein, wir haben hier jeweils Textzeilen, Textzitate. Also das sind einfach Zeilen, die aus dem jeweiligen Track stammen, die hier angeführt wurden. Und dann haben wir hier noch eine Aufnahme von Kalim, ebenfalls in Schwarz-Weiß wieder. Auch hier wieder weitere Zitate. Und auch hier wieder eine Aufnahme, Legends, weitere Zitate und noch eine weitere Aufnahme. Gut, das habe ich vermisst. Hier auf der letzten Seite sehen wir es jetzt. Hier haben wir die Info zu den jeweiligen Tracks. Hier kann man es auch besser lesen als auf der Rückseite der CD. Das heißt, hier haben wir nochmal im Detail abgedruckt, wer hier an den Tracks beteiligt war. Sehr schön. Gut, dann geben wir das Booklet mal zurück in die Hülle. So sieht die CD aus, in Schwarz. Und dann haben wir noch eine zweite CD. Allerdings keine Instrumentals wie so oft, sondern nein, eine A Cappella CD. Diese in Weiß-Schwarz, also genau umgekehrt zu dem Album. Zu der Album-CD, die A Cappellas.
Und hier noch eine Aufnahme einer Mercedes G-Klasse, wenn ich es richtig sehe. Und Kalim oben ohne auf dem Aldi-Parkplatz. Okay, dann haben wir eine Autogrammkarte. Gefällt mir gut, mit schwarzem Stift unterschrieben, auch wieder in dieser schwarz-weiß-grau-weiß Optik gehalten. Kalim Odyssey 579 steht hier unten noch. Die Frage. Ja, das ist wahrscheinlich durchgedrückt worden. Also hier, was wir so gold sehen, ist genau halt spiegelverkehrt. Kalim 579 steht hier. Dürfte von dem Stift stammen. Ja. Ja, aber ansonsten die Rückseite glatt weiß. Und es ist auch stärkerer Karton. Also jetzt nicht so eine ganz dünne Karte, sondern es ist wirklich so eine gestärkte Autogrammkarte. Dann haben wir einen Sticker im Querformat. Schwarz auf weiß lesen wir hier Kalim Odyssey 579. Dann haben wir ein Poster. So sieht das Ganze aus. Also diese Schwarz-Weiß-Grau-Weiß-Optik zieht sich wirklich durch das gesamte Album. Auch hier wieder der Schriftzug Kalim Odyssey 579. Und hier sehen wir den jungen Mann mit dicker Jacke und Haube. Es dürfte relativ kalt sein in Hamburg, als dieses Foto aufgenommen wurde. Und ja, gerade auch die Haube erinnert irgendwie oder erweckt bei mir so ein bisschen den Eindruck von Hafenarbeiter. Also nicht unbedingt Matrose, aber einfach so Bezug zum Hafen, Hamburger Hafen. Ist auf jeden Fall stimmig. Wie gesagt, Poster im Hochformat, Rückseite glatt weiß, wie ihr sehen könnt. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch ein T-Shirt. F-S-N. Also wenn, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wofür das steht. Falls es jemand von euch weiß, bitte gerne in die Kommentare damit. Das T-Shirt ist in Grau gehalten und wir haben hier eben diesen rot-weißen Aufdruck 579 und hier noch FSN. Neckprint haben wir keinen und wir haben es bei dem T-Shirt zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton Größe L. Also ungewöhnlich, 90% Baumwolle, 10% Polyester, made in Nicaragua. Hier noch die Waschhinweise. Aber das gefällt mir gut. 90% Baumwolle, 10% Polyester. Warum? Weil wenn das bisschen, ja, ich sag mal, dehnbarer, elastischer ist, dann ist es auch meistens von der Form ein bisschen besser zu tragen und hängt nicht ganz so locker. Speziell bei Größe L. Ich muss ehrlich sagen, normalerweise ist meine Größe M, aber deswegen begrüße ich es immer, wenn man noch einen Polyesteranteil darin hat und das Ganze etwas besser in Form ist. Gut, wir schauen es uns nochmal kurz an im Detail. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier auf der Brust diese 579 FSN in Rot-Weiß bzw. Grau-Weiß aufgedruckt. Ansonsten das T-Shirt glatt grau. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L, das Poster im Hochformat, der Sticker im Querformat Kalim Odyssey 579, diese unterschriebene Autogrammkarte und das Album inklusive der A Cappella CD, also zwei CDs hier drinnen. Das alles in dieser wunderbaren Box, Odyssey 579 von Kalim. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr
Kalim unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.